Hallo, in diesem Video will ich erklären, was der Richtungskosinus ist. Für alle, die nicht abwarten können, es sind die jeweiligen einzelnen Bestandteile des Einheitsvektors schlussendlich. Das heißt, wenn du hier deinen Vektor a hast, so, und sagen wir, der besteht aus drei Dingern hier, dann kannst du ja rechnen, da oben geht mir langsam der Platz aus. Der Vektor geteilt durch seine Länge, das gibt dir den Einheitsvektor zum Vektor raus. Das heißt, du kriegst dann hier irgendwas und hier irgendwas und hier irgendwas. Und das sind jeweils die drei Richtungs... Wie nennt man das? Kosinusse? Kosinen? Für alle, die es jetzt berechnen wollen. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was das eigentlich genau ist. So, wir haben ein Koordinatensystem mit... Ein Rechtssystem. Wenn ich weiß, was es ist, ich habe da schon Videos dazu gemacht. Jedenfalls, weil es ein Rechtssystem ist, machen wir X, Y, Z-Achsen so. Und jetzt tun wir so, als ob wir einen Vektor haben. Unseren Vektor A von eben. Und das sieht grausam aus. Und der geht hier so mitten in den Raum. So, ein kleiner Kegel. Ich weiß nicht, ob man das noch erkennen kann. So, also wir sind auf jeden Fall auf der X-Achse auch ein bisschen hochgestiegen. Deswegen mache ich das mal so hier gerade. Guck mal. Ich hoffe, das macht es ein bisschen klarer. So, wir haben also diesen Vektor. Und jetzt tun wir mal so, als ob wir ein Dreieck mit der X-Achse als Grundachse haben wollen. Und einem rechten Winkel. Dann ziehen wir hier so einen Pfeil nach hier. Genau da, wo hier dieses Ding hier mit schneidet. Dann ergibt sich hier ein rechter Winkel, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Und hier ergibt sich auch ein Winkel. Wir nennen ihn mal Alpha. Und der Kosinus von Alpha ist unser Richtungskosinus. Einer von dreien, weil wir haben ja drei Achsen. Das ist, was uns ein Richtungskosinus angibt. Wir können jetzt genau dasselbe Spiel auch nochmal mit der Y-Achse machen. Ich hoffe, ihr wisst, dass das dann ungefähr hier sein sollte. Guck mal hier, hier würden wir dann unser Dreieck aufspannen. Hier hätten wir einen rechten Winkel. Und hier bekommen wir dann auch nochmal, nennen wir den Winkel Beta. Und dann gibt es einen Cosinus Beta. Ups. Und das ist unser zweiter Richtungskosinus. Ich weiß gar nicht, wie man die auseinanderhält. Richtungskosinus X, Richtungskosinus Y. Habe ich nicht gelesen in meinem Buch. Und um jetzt noch weiter zu verwirren, wir können das Ganze auch nochmal mit der Z-Achse machen. So, das heißt, wir ziehen quasi hier oben einen Pfeil, der geht so einfach nur so nach da. Und wir haben hier wieder einen rechten Winkel und wie sollte es auch anders sein? Wir haben hier auch einen Winkel, oh, doch genau, guck mal hier, das geht mit dem grünen Pfeil zusammen, so. Und dann haben wir hier einen Winkel, wie malt man Gamma nochmal so? Und dann, Cosinus von Gamma ist auch unser Richtungskosinus. So, upsa. Das sind erstmal so die Definitionen von dem Richtungskosinus. Das heißt, man hat hier ein Dreieck übrigens. Für alle, die es nicht wussten, Dreiecke sind immer flach. Dreiecke sind, haben keine Biegung oder sowas. Wer nicht versteht, was das heißen soll, einfach nicht hinhören. Jedenfalls, nach der Definition sind das hier alles, also das ist ja so definiert. Und jetzt kann man sagen, okay, wir rechnen einfach mal Alpha aus. Dann sagt man, okay, Alpha, beziehungsweise der Kosinus von Alpha ist, wie wir gelernt haben, die Ankathete durch die Hypotenuse. Ich hoffe, ich mache jetzt gerade keinen Fehler hier mit meiner Aussage. Und die Hypotenuse ist gegeben, also es geht ja hier um Längen, wenn wir jetzt vom Kosinus sprechen. Und die Hypotenuse ist gegeben durch die Länge unseres Vektors. Und das Ding hier, die Länge von dem Ding, geht ja bis hier, ist ja nur der x-Wert unseres Vektors. Also wenn wir jetzt sagen, unser Vektor a, ups, ich mache mal hier den Pfeil wieder drüber. Sieht so aus, x, y und z. Dann ist dieses Ding hier genau derselbe Wert, wie das Teil hier lang ist. Das heißt, der Kosinus von Alpha ist gleich die Ankathete durch die opala, Hypotenuse. Ich weiß, es sieht grausam aus. Entschuldigung für das lange Video. So, wir können das Spiel mit y und mit z auch machen und wir kommen dann auf Y durch den Kram hier und Z durch den Kram hier. Und wie ich eben schon mal angedeutet hatte, wir gehen nochmal auf die Kriegslei von vorher zurück, habe ich gesagt, die Richtungskosinen, Kosinen, sind jeweils diese Dinger hier, wenn man das hier berechnet. Man könnte es auch anders schreiben, einfach nur ein Skalar, das ist ja einfach nur eine reelle Zahl, sag ich mal, oder irgendeine Zahl, und hier steht dann ein Vektor und wir haben gelernt, wie das geht. Einfach nur jedes Element des Vektors einmal mit dem hier multiplizieren. Achtung, springe wieder. Und das ist im Grunde im Endeffekt genau dasselbe, was wir hier raus haben.
Für den Cosinus Alpha rechnen wir x, also den x-Wert hier, durch die Länge, durch unsere Hypotenuse. Und dann machen wir dasselbe mit dem y-Wert und dasselbe mit dem z-Wert. Und wie gesagt, dann kommen wir nachher drauf, dass es ja eigentlich nur diese Rechnung ist, beziehungsweise diese Rechnung, die dieselben sind, nur in einer anderen Farbe. Und das ist einfach nur die Rechnung für den Einheitsvektor. Was ist der Einheitsvektor? Der Vektor, der 1 lang ist, zu einem beliebigen Vektor. Aber das könnt ihr euch ja nochmal angucken. Jedenfalls gar nicht so schwierig. Ich finde, es gibt nur einfach keine Erklärung draußen im Netz. Also ich hoffe, vielleicht hat es irgendjemandem geholfen. Vielen Dank fürs Gucken.